Es geht um die Forschungsreisen meines Vaters. Hier steht, dass er 1958 Leiter einer geheimen Expedition in die Tunguska-Region war. Offenbar wurde nach dieser Expedition von höchster Stelle versucht, die Ergebnisse geheim zu halten. Dreht sich irgendwie um sonderbares Pflanzenwachstum. Papa wollte trotzdem weiterforschen, aber ihm wurden alle weiteren Untersuchungen untersagt. Er ist dann anscheinend trotzdem nochmal in die Region gereist. Auf eigene Faust, nur in Begleitung eines gewissen Manuel Perez und eines einheimischen Führers. Das war 1977. Wenn ich das richtig verstehe, ist bei dieser Expedition aber einiges schiefgelaufen. Diesem Perez ist irgendwas Schreckliches zugestoßen und die beiden wurden verhaftet. Was genau mit ihm in dieser Nacht geschehen ist, konnte mein Vater bis heute nicht in Erfahrung bringen. Und Perez ist seitdem spurlos verschwunden. Mein Vater schreibt etwas später, dass er bereits hier hätte erkennen müssen, dass Menschenleben immer wichtiger als die Forschung sind. Was meint er damit? Ich sollte vielleicht mal Max dazu befragen. Der kann mir vielleicht auch die ganzen Formeln und wissenschaftlichen Ausdrücke erklären. Und hier ist auch noch ein Brief von irgendeiner Gesellschaft in Irland. Aber das sind nur leere Seiten. Ich brauche definitiv Hilfe. Vielleicht weiß Max ja was darüber. Tut mir leid, ich habe immer noch nichts. Aber ich? Wie das mit dem Verschwinden meines Vaters zusammenhängen soll, weiß ich zwar auch noch nicht, aber ich habe in einem Geheimfach Unterlagen meines Vaters gefunden. Es ging um eine geheime Expedition und seltsame Vorkommnisse und... Hey, ganz ruhig. So schnell komme ich nicht mit. Komm am besten mit in das Büro meines Vaters. Ich zeige dir die Unterlagen und dann sollten wir uns vielleicht doch mal seinen Aktenschrank vornehmen. Okay, gehen wir rüber. Ich hatte doch gesagt, dass ihr euch hier nicht mehr blicken lassen sollt. Glaubt mir, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ihr euch aus der Sache rausgehalten hättet. So bleibt mir keine andere Wahl als... Ah! Ole Kambuski? Da bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was machen Sie hier? Und was wollte der Kommissar eigentlich von uns? Wollte der uns erschießen? Na, zum Spaß wird er die Waffe bestimmt nicht auf euch gerichtet haben. Wir sollten hier weg, bevor der Typ wieder aufwacht. Warum nimmst du dem die Waffe nicht ab? Tut mir leid, dass ich bei unserem ersten Zusammentreffen so unfreundlich war. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einiger Zeit verfolgt werde und meine Nerven liegen derzeit etwas blank. Ich kenne deinen Vater natürlich. Genau genommen sogar schon sehr lange und sehr gut. Ich war damals mit ihm auf einer seiner Expeditionen. Zusammen mit dem Kubaner Manuel Perez, einem irischen Biologen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, und einigen Helfern, waren wir damals in der Tunguska-Region. Ich will jetzt nicht im Detail auf die Vorkommnisse von damals eingehen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint sich gerade jetzt jemand sehr dafür zu interessieren. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich bedroht werde, sondern auch dein Vater und möglicherweise sogar alle noch lebenden Teilnehmer der damaligen Expedition. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, könnte der russische Geheimdienst FSB dahinter stecken. Schon damals haben die alles versucht, uns und vor allem deinen Vater an weiteren Expeditionen zu hindern. Du weißt über deine Mutter Bescheid? Meine Mutter? Wieso? Was hat die denn damit zu tun? Du weißt, dass sie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist? Ja, aber... Ob es wirklich ein Unfall war, ist sehr fraglich. Du saßt damals mit dem Auto. Ich fuhr hinter euch, als der Wagen plötzlich ein Brückengeländer durchbrach und in einen Fluss stürzte. Dich konnte ich gerade noch rausziehen. Aber beim Versuch, deine Mutter zu retten, hat es mir zwei Finger abgerissen und dadurch... Davon hat mir mein Vater nie etwas erzählt. Er hat bestimmt versucht, dich nicht auch noch damit zu belasten. Wir beide haben uns schon genug Vorwürfe gemacht. Aber genug von damals. Jetzt müssen wir erstmal deinen Vater wiederfinden. Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage habe ich ein paar alte Kontakte spielen lassen. Einer davon, Sergei, ist in Kreisen zu Hause, die... Nun ja, in die ich lieber nicht geraten möchte. Aber er weiß nahezu alles, was eigentlich keiner wissen darf. Nach seinen Informationen wurde in der Tunguska-Region bereits vor Jahrzehnten eine Forschungsanlage errichtet. Und gerade jetzt ist wieder ein Transport dorthin geplant. Angeblich sind nicht alle Wissenschaftler, die dorthin gebracht werden sollen, freiwillig dabei. Diese Forschungsreise und das Verschwinden deines Vaters wenige Tage vor ihrem Start könnten durchaus im Zusammenhang stehen. Das heißt, mein Vater wurde entführt und sitzt jetzt in einem Zug nach Sibirien? Was wollen die von ihm? Auch wenn er seit Jahren nicht mehr offiziell in der Forschung aktiv war, er ist immer noch eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sergei könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen. Ich soll nach Moskau? Ich habe ein Flugzeug. Wir wären in ein paar Stunden da. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Aber wenn dein Vater wirklich in dem Zug ist, haben wir keine Zeit zu verlieren.
Sobald er erst einmal in der Tunguska-Region angekommen ist, werden wir ihn da kaum noch rausholen können. Dazu ist der Bereich um die Station viel zu gut bewacht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Tja, ist vielleicht die einzige Chance. Also, lass uns aufbrechen. Es wäre gut, wenn einer hier bleibt. Vielleicht meldet sich Wladimir ja doch noch. Aber... Nina, wir sollten los, wenn wir noch eine Chance haben wollen, vor der Abfahrt des Zuges anzukommen. Naja, ich könnte mir die Unterlagen deines Vaters ja nochmal ansehen. Aber ein gutes Gefühl... Prima. Die Karte ist verhängt. Pass gut auf dich auf, ja? Sieht aus wie von Pirates. Ich werde mir Mühe geben. Ich hätte dich gern. Ja, ich auch. Viel Glück. Jetzt haben die ganze Zeit gemullt. Konnte ich nichts sagen. Aber ich habe noch 10 Minuten an dem Rätsel gehangen, da mit den Münzen. Ich wollte es nicht die ganze Zeit aufnehmen, weil ich dachte, das dauert wieder eine halbe Stunde. War mal ein knackiges Rätsel. Oh, Oleg hat mir gar nicht gesagt, dass du eine solche Schönheit bist. Hätte ich das gewusst, wäre mein Preis sicher niedriger ausgefallen. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sie können mir auf der Suche nach meinem Vater helfen? Sergei kann vieles. Einige sagen, Sergei kann alles. Aber Sergei ist bescheiden, also belassen wir es dabei, dass Sergei nahezu alles kann. Ja, die Bescheidenheit ehrt Sie. Worum genau geht es? Ich dachte, das wüssten Sie. Klar, aber Sergei braucht alle Informationen noch einmal aus erster Hand. Und der Anblick deines Mundes und deiner sich bewegenden Lippen. Wollen Sie mir nun helfen oder mich begaffen? Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Okay, also. Mein Vater ist verschwunden. Ich wollte mich eigentlich mit ihm in dem Museum, in dem er arbeitet, treffen. Als ich dort ankam... Ja, Sergei weiß das. Und was wollen Sie dann wissen? Was hat dein Vater in den letzten Wochen gemacht? Woran hat er gearbeitet? Für wen hat er gearbeitet? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Vater nie großartig über seine Arbeit unterhalten. Er neigt dazu, stundenlange Vorträge zu halten, und ich neige dazu, nach wenigen Minuten in einen Halbschlaf zu fallen. Irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, die Arbeit als Gesprächsthema lieber außen vor zu lassen. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, ich weiß, aber... Naja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht wirklich, an was und für wen er in letzter Zeit gearbeitet hat. Neben den Sachen fürs Museum hat er immer noch Vorträge gehalten und Expertisen erstellt. Aber was genau? Ich weiß nur, dass er in den letzten Tagen etwas unkonzentriert gewirkt hat. So, als ob ihn irgendwas besonders beschäftigt. Aber was das war? So kommen wir nicht weiter. Ein paar Vögelchen haben in den letzten Tagen schon gesungen, noch heute fährt ein Zug in die Tunguska-Region. Es geht um irgendwelche wissenschaftlichen Experimente. Was genau, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall sind einige alte Freunde reaktiviert worden. Alte Freunde reaktiviert? Wissenschaftler und Ortskundige, die bereits in der Vergangenheit in der Tunguska-Region waren, wurden, nun ja, um Mithilfe gebeten. Einige kamen freiwillig, andere mussten erst überredet werden. Aha, verstehe. Schön. Wie dem auch sei. Könnte gut angehen, dass dein Vater dabei ist. Ist er in Gefahr? Wie kann ich ihn da rausholen? Wenn er keine Dummheiten macht, dürfte er auch keine Probleme kriegen. Normalerweise. Und? Wie holen wir ihn da raus? Wir holen ihn da gar nicht raus. Aber wie bereits gesagt, Sergei kann fast alles. Ein alter Bekannter steht am Nebeneingang des Bahnhofs. Er wird dich reinbringen, dir einen Passierschein und eine Uniform geben. Wenn du erstmal an Bord des Zuges bist, solltest du genügend Zeit finden, um dich umzusehen. Die Wachen an Bord sind während der Fahrt größtenteils mit Saufen und Kartenspielen beschäftigt. Ach ja, du reist unter dem Namen Nina Perkova. Wenn dein Vater wirklich an Bord sein sollte, könnte dich sonst dein Nachname verraten. Ich soll in den Zug alle Wachen ausschalten und meinen Vater im Alleingang befreien? Toller Plan. Wie du deinen Vater da rausholst, sehen wir dann, wenn du ihn gefunden hast. Keine Sorge, so einen süßen Hintern lässt Sergei nicht verschrumpeln. Da bin ich ja beruhigt. Entschuldigung, bin wohl ein bisschen nervös wegen meines Vaters. Ich bin wirklich froh, dass Sie mir helfen. Vielen Dank. Schon okay, Kleines.
Man nennt Sergej nicht umsonst die gute Seele von Moskau. Und denk daran, auch wenn du Informationen bekommst, mit denen du erst einmal nichts anfangen kannst, Sergej kann damit ganz sicher was anfangen. Okay, ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja. Viel zu schön, um hier draußen rumzusitzen. Kollege Yushin übernimmt jetzt deine Schicht. Ist das nicht nett von ihm? Was? Wieso? Komm mit. Wir plaudern ein bisschen. Scheint nicht mein Glückstag zu sein. War das jetzt ein Zufall oder haben die herausgefunden, dass Sergej einen der Wachsoldaten geschmiert hat? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein riesiges Problem. Sergej ist erst einmal weg. Mein Handy hat keinen Empfang und ich muss schleunigst in den Zug. Nina, es wird Zeit für eine geniale Idee. Ja, ja. Endlich angekommen. Mann, war das eben ein Rätsel mit den Münzen, ehrlich. Das war schon richtig knackig. Ich dachte, da sitze ich noch eine Stunde dran oder so, aber ich habe noch eine von den großen Münzen, von den silbernen verschoben und zwei von den goldenen. Auf einmal zack, machte Klack und war fertig. Naja, schauen wir mal, was hier so los ist. Ein Auto. Ist das ein T2 oder ist das noch ein T1? Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Dann bestimmt ein T1. Das Ding ist total eingerostet und unbeweglich. Welche Ähnlichkeit zu Männern seines Alters. Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Dann muss die wohl geschmiert werden. Guck mal erstmal so wieder. Ich guck mal in deine Tasche, Junge, wa? Kriegst du eh nicht mit. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Na klar. Eine Brotbox. Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Schwarzbrot. Nee. Ein Gummiband. Ein dickes Gummiband. Und eine Stulle. Keine Wurst, kein Käse, dafür 4 Schichten Butter. Nur Butter. Könnte ich aber vielleicht mit der Butter das Ding einschmieren. Gute Idee. Ja. Die Butter könnte als Schmiermittel funktionieren. Gut. Und jetzt? Jetzt lässt sich der Wagenheber zwar runterkurbeln, aber mit rechts kurbeln und mit links das Auto halten? Ich glaube eher nicht. Nee, da hast du recht. Nimm ein Steinchen. Na, dann wollen wir mal ein bisschen im Dreck wühlen. Super. Eine verrostete Mutter und ein undefinierbares Ding aus Eisen. Welche Freude. Undefinierbar. Es sieht aus wie... Es könnte durchaus... Ich habe keinen blassen Schimmer. Sehr gut. Da liegen aber richtige Ziegel. Entweder der Stein der Weisen in doppelter Ausführung oder doch nur 2 stinknormale Ziegel. Geh mal hin. Können wir bestimmt brauchen. Genau, die legen wir jetzt da drunter. Fluppdiwupp. Ich weiß zwar noch gar nicht, warum. Versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. So ist es. Und jetzt geht's los. Jawohl, jetzt habe ich einen Wagenheber. Was will ich denn damit? Die Dinger haben eine gewaltige Hebelkraft. Gut. Sonst war da nichts mehr. Gehen wir mal gucken. Dreck, Unrat, Zeugs. In Fachkreisen auch Gerümpel genannt. Nichts mehr zum Mitnehmen. Ich habe schon alle Schätze gehoben. Natürlich könnte ich noch ein bisschen aus Spaß im Dreck wühlen. Später vielleicht. Okay. Dann später. Der macht einen extrem wütenden Eindruck. Echt? Spaß bei der Arbeit sieht definitiv anders aus. Wer hat das schon? Hallo, so spät noch am Arbeiten?
Ja, lustig, oder? Finden Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Haha. Ha. Sie sind ja extrem gut gelaunt. Eigentlich wollte ich mich aber gar nicht lustig machen. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl ein bisschen gereizt. Hab heute eigentlich meinen freien Tag und, naja, jetzt muss ich hier Überstunden schieben. Bloß weil dieses Soldatenpack nicht in der Lage ist, eine Klospülung zu bedienen. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu denen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Gut. Wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Ja. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. Mhm. Was sind das eigentlich hier für Schilder? Für Militärfahrzeuge oder was? Kenne ich jetzt nicht so wirklich. Hier ist ein Panzer. Darf der jetzt 30 in jede Richtung fahren und 70 nur in eine? Oder was heißt das jetzt? Oder? Keine Ahnung. Dann fragen wir mal. An einem freien Tag arbeiten zu müssen, ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne? Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier, die Rute in der Hand. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Hä? Nichts, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Naja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Ja dann. Diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und habe noch nie was gewonnen. Aber heute... Heute ist mein großer Tag. Das habe ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werde mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau. Das Blöde ist nur, dass man wirklich jede Zahl in der richtigen Reihenfolge haben muss. Wenn die ersten drei stimmen, gewinnt man schon was. Aber so richtig abräumen kann man erst, wenn alle Zahlen richtig sind. Das heißt, wenn nur eine einzige Zahl falsch ist, kann man im schlechtesten Fall komplett leer ausgehen? Jep. Aber ich werde gewinnen. 4, 5, 6, 5, 4, 9. Mit diesen Zahlen beginnt für mich ein neues Leben. Mhm. Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö. Steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Ich hoffe, ich musste mir die Nummer nicht merken. Was hat der gesagt? 4, 5, 4, 6, 4, 9? Weiß ich nicht mehr. Die Soldaten haben ihn also den freien Tag versaut? Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und Sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Naja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sich für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Na gut. Was hier wird denn noch Schönes hier? Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört.
Ein langer Gummischlauch. Ein Plakat. Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Okay. Undefinierbares Ding. Eine Mutter. Kann ich da irgendwas mitmachen zusammen? Nö. Noch nicht. Hey, doch. Eine Zwille. Eine Zwille, damit genau. Haben wir als Kinder manchmal auf Dosen geschossen. Daran hat mich das Ding erinnert. Ob ich immer noch so gut damit schießen kann wie früher? Die Mutter kann ich zum Schießen benutzen, oder? Genau. Die Zwille ist geladen und einsatzbereit. Geladen und gesichert. So, wo schießt man denn hin? Das Auto? Nee. Nee, das geht natürlich nicht. Da geht's runter. Zu dem verdauten Hühnchen von gestern. Lecker. Jep. Okay, okay. Was haben wir denn hier noch? Absperrband. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute... Ja, ja. Die Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Naja. Probier ich mal was. Irgendwo muss ich da hinballern. Um den abzulenken oder so. Aber hier geht leider noch nichts. Ne, vielleicht brauchst du auch erst später. Da komme ich nicht runter. Der Arbeiter verstopft den Kanal. Natürlich. Kann ich den anrufen? Nein. Okay, okay, okay. Das haben wir uns alles angeguckt. Wo geht denn? Nein. Na, gehen wir mal zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Oh, ein Panzer. BMP. Kenne ich noch aus Operation Flashpoint. Sehr gutes Spiel. So. Jung, was ist los? Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, das wird eine harte Nuss. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein? Der Fortsetzungsroman in der Moskau News. Eine hinreißende Love Story. Seit über 3 Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Und ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los, sodass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Die Stimme von dem kennen wir doch. Das ist die Synchronstimme von Mark Hamill. Von Luke.
Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Ach nee, was du nicht sagst. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie Sie dahingesetzt. Was? Meinen Sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben Sie wohl recht. Bin zwar erst seit 3 Jahren bei der Truppe, aber habe schon sehr viel erreicht. Klar, ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie Sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra Sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienstsache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht vom FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben Sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind, glaube ich, vom Geheimdienst. Oh, weswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Eine falsche Frage zur falschen Zeit und es könnte deine letzte Frage gewesen sein. Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Okay. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Hör mal, das Stoppschild hat aber auch einer selbst gebastelt hier, oder? Komplett außer Form und das Stopp steht überhaupt nicht in der Mitte und irgendwie komisch. Naja. Okay. Jede Menge zu gucken. Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte also aufpassen und mich so unauffällig wie möglich verhalten. Von hier aus würde ich tippen 60 Watt. Ich glaube, ich weiß schon, worauf ich schieße. Was haben wir hier noch? Das ist der Ausgang, ist klar. Da sollte ich eigentlich problemlos reinkommen, nach Sergejs Theorie. Und nun? Sonst war da nichts. Ah, hier. Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Dann nehmen wir mal ein paar mit. Munition. Nur einen. Reicht das? Probier ich mal was. Verdammt. Mit dem ersten Das ist Schuss. Schon die dritte Birne diesen Monat. Welcher Idiot bestellt denn immer diesen Billigschrott? Dabei war die Geschichte gerade so spannend. Geh jetzt. Ja, die ganze Zwille ist weg. Habe ich die ganze Zwille dagegen geschmissen oder was? Das gibt's doch nicht. Ich nehme die mal, wa? Die Zeitung hier. Ja? Kann ich die haben? Mir ist sowieso gerade die Birne um die Ohren geflogen. War wohl schon ein bisschen sehr alt. Und bis die jemand austauscht, vergehen mit Sicherheit ein paar Wochen. Man muss nämlich erst einmal ein Formular ausfüllen, das dann vom diensthabenden Offizier unterzeichnet und ins Ministerium gefaxt wird. Das geht dann durch 3 Ausschüsse. Und mit etwas Glück kann ich hier kurz vor meiner Rente noch mal was sehen. Ja, die Wunder der Bürokratie sind international. Was ist jetzt mit der Zeitung? Von mir aus. Schauen wir mal rein. Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. Ah. 456548. Eine einzige Zahl falsch. Da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Aber dann gewinnt er da trotzdem was, oder? Aber ich weiß nicht, wie das in Russland so ist. Wahrscheinlich nicht. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Hallo, Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?
Nein, alles ruhig. Aber ich könnte ja mit dem Bleistift ein bisschen manipulieren. Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Zwar nur kurzfristig, aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Freude? Meine Rede. Das kann ich doch jetzt dem kleinen Mann da hinten unter die Nase reiben. Guck mal, hast im Lotto gewonnen. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt, wenn Sie einen reichen Kerl heiraten wollen. Sie finden mich unten am Fluss. Ich böse. Kann nur hoffen, dass er sich mit seiner Kündigung noch etwas Zeit lässt. Ganz böse, Nina. Ganz, ganz böse.